Hey Leute, Flo hier. In diesem Video will ich mal nicht auf einen Flachfan eingehen, sondern auf einen Leugner der Mondlandungen. Er nennt sich Norman Investigativ und sein Kanal hat doch eine recht hohe Reichweite. Das Video, welches wir uns heute anschauen werden, wurde bereits über 124.000 Mal aufgerufen. Er versucht darin, eines der besten Argumente für eine Mondlandung zu widerlegen mit einem der schlechtesten Argumente, die ich zu dem Thema je gehört habe. In der Beschreibung behauptet er, dass die Mondlandung nicht von Sternwarten und Amateurfunkern überwacht worden wäre. Dass man die Funkwelle auf dem Mond triangulieren konnte, verspricht er zu demontieren. Schauen wir mal, ob ihm das gelingt. Der Mond. Vor 50 Jahren waren die Amerikaner genau hier, doch sind sie auch tatsächlich gelandet? Einer der häufigsten Kommentare lautet: Die Amerikaner waren auf dem Mond, denn die Live-Übertragung konnte auch von anderen Ländern, Sternwarten und auch von Hobbyfunkern abgefangen werden. Ja, so ist es auch. Insbesondere sind hier die Amateurfunker zu nennen. Hier gibt es zum Beispiel noch einen Zeitungsbericht über einen Amateurfunker aus Kentucky, der die Signale von Apollo 11 empfangen hat. Hier sieht man die verwendete Antenne. Sternwarten in anderen Ländern haben ebenfalls Funksprüche empfangen, auch in Deutschland. Hier sehen wir einen Bericht über die Beobachtungen von der Sternwarte in Bochum. Und dann gab es natürlich die offiziellen Empfangsstationen, die insbesondere für die Übertragung der Fernsehbilder verantwortlich waren. Eine in den USA, genauer in Kalifornien, aber auch gleich zwei in Australien. Bei der Fernsehübertragung wurden Bilder von allen drei Empfangsstationen verwendet. Also ja, die Übertragungen wurden nachweislich abgefangen. Auch der TV-Professor Harald Lesch meint, den hundertprozentigen Beweis für die Mondlandung in den Händen zu halten. In einer Terra X-Sendung sagte er wortwörtlich: Hier nochmal das Argument schlechthin, weshalb die Amerikaner hundertprozentig auf dem Mond gewesen sind. Punkt. Folgendermaßen: Es gibt ein Verfahren, das nennt man Triangulation. Die sowjetische Führung und deren Militärs konnten natürlich auch schon lange, ich sage das Wort jetzt mal, triangulieren. Öffentlich. Die konnten öffentlich triangulieren. Das heißt, die haben einfach rausgefunden, von wo kam der Funkspruch. Und seitdem wussten die Russen, die Amerikaner sind auf dem Mond gelandet. Ganz einfach. Genau so ist es. Die Ortung der Funksprüche war überhaupt nicht aufwendig und wurde von den Sowjets auch durchgeführt. Was meint ihr, wie die triumphiert hätten, wenn die mitten im Kalten Krieg hätten nachweisen können, dass der Klassenfeind hier schummelt? Die Sowjets hatten den Mond genau im Auge, auch wegen ihrer eigenen, unbemannten Sonde Luna 15, die zum Zeitpunkt der ersten Mondmission den Mond umkreiste. Aber schauen wir mal, wie der Norman die Triangulation widerlegen will. Der Adler sei gelandet und dessen Funk- und Videosignale habe man überall auf der Erde empfangen können und die führten alle zum Mond. Und mit einer Triangulation, also das Zusammenfassen zweier Empfangsstationen, habe man auch die exakte Position der Funksignale auf dem Mond orten können. Das sei der hundertprozentige Beweis, dass die Amerikaner auf dem Mond waren. Da wittere ich schon den ersten Strohmann. Niemand hat behauptet, dass man zu jedem Zeitpunkt der Mission überall auf der Erde alles empfangen konnte. Das hängt natürlich von der Sichtbarkeit des Mondes ab. Vermittelt wurde die Mondlandung im deutschen Fernsehen so: Einige von uns oder unsere Eltern oder Großeltern waren noch live dabei bei diesem geschichtsträchtigen Ereignis. Aber fragt die mal, ob einer von ihnen damals vor die Tür ging, um hinauf zum Mond, zu den Astronauten zu blicken. Die Antwort lautet nein. Ist das so? Ich hatte dazu mal eine Umfrage gestartet und der YouTube-Community genau diese Frage gestellt. Nur die wenigsten haben die Antwort nein gewählt. Schauen wir mal weiter. Niemand blickte in der Nacht der Mondlandung zum Mond hinauf, weil dieser gar nicht da war. Das ist schon der nächste Strohmann. Die Sichtbarkeit des Mondes hängt sowohl von der Uhrzeit als auch vom Standort ab. Zum Zeitpunkt der Landung war der Mond in Deutschland durchaus noch über dem Horizont. Und wer Angehörige in anderen Ländern hat, wo der Mond höher stand, wird von ihnen sicherlich auch mal gehört haben, dass sie zum Mond geschaut haben. Die Behauptung, niemand hätte während der Mondlandung zum Mond hinaufgeblickt, ist also regelrecht absurd. Kein Mond über Deutschland, kein Mond über Amerika und auch kein Mond über Russland.
Das ist aber eine kühne Behauptung. Mal sehen, wie er sie unterstützen will. Doch wo genau stand denn der Mond am Himmel zur Mondlandung und welche Relevanz hätte das? Zur Erklärung dieser Frage nutzen wir ein Astronomieprogramm und tragen das Datum der Mondlandung und den Standort Moskau ein. Wir sehen, dass nach russischer Zeit 17 Uhr der Mond noch am Himmel steht. Die Landung erfolgte jedoch um 22.17 Uhr russischer Zeit und da war der Mond längst untergegangen. Merkt ihr was? Er wollte doch zeigen, dass der Mond weder in Deutschland, Amerika noch Russland zu sehen war. Gezeigt hat er aber nur, dass der Mond in Moskau nicht zu sehen war während dieses speziellen Zeitpunkts. Also prüfen wir doch mal seine Behauptung. Bitte prüf doch. Dazu schauen wir zunächst, wann genau die Mondlandung stattgefunden hat. Hier gibt es eine Zeitleiste mit allen relevanten Zeitmarken der Mission in der Greenwich Mean Time. Da haben wir es, 20.17 Uhr am 20. Juli. Geben wir diesen Zeitpunkt mal ins Stellarium ein und wählen als Zeitzone UTC. Tatsächlich befindet sich in Moskau der Mond unter dem Horizont. Aber wie sieht es in Deutschland aus? Na sowas, da war der Mond noch über dem Horizont, fast 8 Grad. Und in Houston, Texas, wo sich das Mission Control Center befand? Hier stand der Mond über 38 Grad weit über dem Horizont und war gut sichtbar. So viel also zur Behauptung, man hätte den Mond in Deutschland und Nordamerika nicht sehen können zum Zeitpunkt der Mondlandung. Und da war der Mond längst untergegangen und von den Russen nicht mehr zu triangulieren. Hier verwendet er wieder ein Scheinargument. Hat denn irgendwer behauptet, dass die Triangulation von den Russen exakt in Moskau stattfinden musste, zu exakt diesem Zeitpunkt? Das ist ja auch so hirnspastikermäßige Logik. Bürger der Sowjetunion gab es natürlich verteilt auf der ganzen Welt. Selbst in den USA hätten Sowjets eine Triangulation durchführen können. Dazu reichte ja schon Amateur-Equipment. Aber sie mussten dazu auch nicht in die USA. Wie wir eben gesehen haben, war der Mond auch zum Zeitpunkt der Mondlandung in Deutschland noch knapp über dem Horizont. Die Funksignale konnten also in der DDR empfangen werden. Die Sowjetunion hatte aber auch noch andere Verbündete, zum Beispiel Kuba. Hier stand sogar der Mond noch höher als über Houston. Es wäre natürlich überhaupt kein Problem für Russland gewesen, von Kuba aus die Funksprüche zu empfangen. Bis jetzt hat also keine Behauptung vom Norman Hand und Fuß. Die ersten Schritte auf dem Mond erfolgten gegen 4 Uhr morgens in Deutschland. Zu dieser Zeit war der Mond auch am gesamten westlichen Himmel nicht mehr zu beobachten. Und da haben wir schon die nächste Manipulation. Vorhin ging es noch um die Mondlandung, jetzt ist er einfach mal zu den ersten Schritten auf dem Mond gesprungen. Von der Landung bis zum Ausstieg ist aber nochmal ordentlich Zeit vergangen, wie wir auf der Zeitleiste sehen. So einfach kann man, wenn man manipulieren will, manipulieren. Um diese Zeit war der Mond in Deutschland oder Moskau nicht mehr zu sehen, sehr wohl aber noch in Nordamerika und Kuba. Für den Nachweis über die Triangulation reicht jedoch natürlich auch der Zeitpunkt der Mondlandung. Niemand hat behauptet, dass dafür von der Mondlandung bis zum Rückflug zu jedem einzelnen Zeitpunkt überall eine Triangulation möglich sein muss. Schauen wir nochmal auf den Artikel der Sternwarte Bochum. Hier wird beschrieben, dass die Funksprüche empfangen wurden zum Zeitpunkt der Mondlandung. Es steht dort aber auch, dass die Funksprüche zum Zeitpunkt der ersten Schritte nicht mehr empfangen werden konnten, da sich der Mond bereits unter dem Horizont befand. Also völlig konsistent mit unserer Analyse. Tatsächlich bestärkt die Beobachtung doch sogar noch den Umstand, dass die Funksprüche tatsächlich vom Mond kamen. Denn warum sonst sollte der Empfang aufhören, wenn der Mond hinter der Erdkugel ist? Selbst ohne Triangulation konnte man von einem einzelnen Standort aus zumindest feststellen, aus welcher Richtung die Signale kamen, nämlich vom Mond. Wenn man die Funksprüche mit den offiziellen Mitschnitten vergleicht, in welchen man auch die Worte der Mission Control vernimmt, kann man ein Echo ausmachen, dessen Verzögerung man leicht messen kann. Das Echo entstand dadurch, dass die Funksprüche aus Houston in den Helmen der Astronauten zu hören waren und dann wieder über deren Mikrofone aufgenommen zurück zur Erde gelangt sind. Aus dieser Verzögerung kann man dann über die bekannte Lichtgeschwindigkeit abschätzen, welche Strecke das Signal zurückgelegt hat. Dazu habe ich sogar ein Paper gefunden mit dem Titel Echoes from the Moon. Die haben einfach die Verzögerung mit Hilfe von Audacity von einigen Echos gemessen und gemittelt. Bam! Eine richtig fantastische Idee. Damit kommen sie dann auf Strecken von rund 390.000 Kilometern, was dem tatsächlichen Abstand Erde-Mond recht nahe kommt.
Tendenziell ist der Wert natürlich ein bisschen zu hoch, weil auch die Verzögerung in der Elektronik eine Rolle spielt. Man kann dadurch jedoch mit Sicherheit sagen, dass die Signale nicht von der Erde stammen können. Aber schauen wir mal weiter. Er befand sich mitten über dem Pazifik, fern jeder Zivilisation. Das erfahren wir ebenfalls über das Astronomieprogramm. Wo sich der Mond wann befand und wo man ihn sehen konnte, erkennt man besser auf der Mondlichtkarte von Time and Date. Geben wir hier mal den Zeitpunkt der Mondlandung ein. Wir erkennen hier gut, wo der Mond überall zu sehen war. In Deutschland war er sichtbar, aber auch in diversen ehemaligen Ostblockstaaten. Zudem auch noch in großen Teilen Afrikas, in Südamerika und Nordamerika. Der Mond stand nicht mitten im Nirgendwo im Zenit, sondern über Südamerika. Es gab hier also genug Möglichkeiten, um die Funksprüche zu triangulieren. Über dem Pazifik stand der Mond erst deutlich später nach der Landung, als Armstrong den ersten Schritt getätigt hatte. Aber selbst da war der Mond noch über Nordamerika und Kuba zu sehen. In Australien konnte man ihn jetzt auch beobachten. Wir erinnern uns, dass sich dort zwei Empfangsstationen für die Fernsehübertragung befunden haben. Was der Norman hier komischerweise komplett verschweigt, ist die Tatsache, dass der Mond nun auch über Russland zu sehen war. Das geht doch gar nichts. Zwar nicht in Moskau, aber im Osten Russlands. Dort befindet sich etwa die bekannte Hafenstadt Vladivostok. Man hätte also auch hier die Möglichkeit gehabt, die Funksprüche zu orten. Auf dem Mond sind die Astronauten bis 17.54 Uhr geblieben. Innerhalb dieses Zeitraums befand sich der Mond auch in Moskau über dem Horizont. Es gab also selbst hier die Möglichkeit, die Funksprüche abzufangen. Wenn hier jemand irgendwelche Funksignale empfangen haben will, dann waren es bestenfalls Australien und Neuseeland, wobei sich in Australien tatsächlich eine Relaisstation der NASA befand. Wie erwähnt, befanden sich dort sogar zwei Empfangsstationen und an der Westküste der USA. Besonders interessant für die Fernsehübertragung war natürlich der Aufenthalt der Astronauten außerhalb der Landefähre. In der Zeitleiste finden wir die Zeitpunkte des Öffnens und Schließens der Luke. Beim Öffnen hatten alle drei Empfangsstationen Sicht auf den Mond, beim Schließen ebenfalls. Der Aufenthalt der Astronauten außerhalb der Landefähre konnte also ohne Unterbrechung empfangen werden. Und wie die Russen hier Livebilder vom Mond mitschneiden und triangulieren konnten, das sollte uns der liebe Herr Leschmann etwas genauer erklären, denn auf dieser Konstellation hier finden wir zu 100% keine russischen Gebiete. Das kann man sich nicht ausdenken. Doch während die Astronauten auf dem Mond spaziert sind, war er die ganze Zeit über im Osten Russlands über dem Horizont. Und teilweise auch im verbündeten Kuba, nachweislich und für alle leicht nachprüfbar. Aber stimmt ja, der Mond muss ja von Moskau aus gesehen werden, zu allen Zeitpunkten, sonst ist es für Russland ja völlig unmöglich, den Funk abzufangen. Es ist auch nicht klar, welchen Zeitpunkt der Norman jetzt hier konkret gewählt hat und wie weit er in Google Earth weg war, denn wie viel man von der Erdoberfläche sieht, hängt auch von der Distanz ab. Schauen wir uns das mal etwas vernünftiger an. Speichern wir dazu die rektangulare Karte von Time and Date und erstellen eine orthografische Projektion. Man sieht dann also genau eine Hälfte der Erdoberfläche. Dazu verwende ich dieses Gratis-Tool. Was hat man nun aber vom Mond aus gesehen? Bei Time and Date stehen auch die Koordinaten des Standorts, wo der Mond im Zenit stand. Verwenden wir die also mal als Projektionszentrum. Alle Standorte, die wir hier sehen können, hatten also Sicht auf den Mond. Neben der Westküste der USA, Südamerika und der Ostküste Australiens konnte man den Mond auch vom Osten Russlands aus sehen und vom verbündeten Kuba. Das war zum Zeitpunkt, als die Luke geöffnet wurde und zum Ende des Außeneinsatzes. Hier konnte man den Mond sogar noch von weiteren Teilen Russlands aus sehen. Über die komplette Dauer des Außeneinsatzes war der Mond also über russischem Staatsgebiet zu sehen und entsprechend die Funksprüche zu orten. Normans Behauptung ist also nachweislich falsch. Unterziehen wir die Ausrichtung der Erde einer weiteren Prüfung. In den NASA-Archiven finden wir unter anderem dieses Foto der Erde im Moment der Mondlandung. Stellen wir diese Aufnahme unserer Simulation gegenüber, dann finden wir eine gute Übereinstimmung. Während wir es zuvor noch mit Manipulation zu tun hatten, bringt ihr hier eine knallharte Lüge.
Wie man sehen kann, ist dieses Foto vor oder nach der Mondlandung entstanden. Die befanden sich ja offensichtlich nicht auf der Mondoberfläche. Schauen wir mal, welche Infos wir über das Foto finden. Eine exakte Uhrzeit wird nicht angegeben, aber der Hinweis, dass das Foto noch vor der Trennung zwischen Landungs- und Kommandomodul geschossen wurde. Schauen wir also noch einmal auf die Zeitleiste. Die Trennung wurde um ca. 18.12 Uhr am 20. Juli eingeleitet, also noch Stunden vor der Mondlandung. Sein Vergleich ist hier also völlig irrelevant. Wollte man eine Mondlandung vortäuschen und darauf achten, dass so wenig Menschen wie möglich dabei zuschauen? Dann würde man genau diesen Moment wählen, wo der Mond über dem Pazifik steht, und genau zu dieser Konstellation fand die Live-Übertragung vom Mond auf die Erde statt. Wie wir gesehen haben, ist diese Behauptung nachweislich falsch. Entlarvt und debunked. Die Position des Mondes war ideal, um die Fernsehsignale von den drei Stationen empfangen zu können. Es ist dem Norman also nicht gelungen, das Argument mit der Triangulation zu entkräften. Um seine Manipulation zu entlarven, muss man einfach nur seine Angaben überprüfen, was jeder leicht machen kann. Die Daten und Tools stehen allen zur Verfügung, ich habe sie in der Beschreibung auch nochmal verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank auch an alle Kanalmitglieder und Patrons. Wenn ihr meinen Kanal auch unterstützen wollt, findet ihr Links in der Videobeschreibung. Danke. Also macht's gut. Abonniert Flo Plus, Leute. Abonnieren, abonnieren, abonnieren.